Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 42 Cent, hat sich also nicht so viel verändert, aber die meisten Coins sind nach wie vor rot und Bitcoin ist bei 27.400, also sehr, sehr, sehr runtergegangen. Der erste Tweet für heute kommt von Stefan Huber und hier geht es einmal um die ganze Sache mit der SEC und Ripple, die ja aktuell ein wenig nach Dubai expandieren wollen. Und hier hat er einmal ein Bild erstellt, natürlich per Photoshop oder sowas, wie es aussehen könnte, wenn es so weitergeht, wie es jetzt aktuell ist. Denn das Ganze fing ja am 22. Dezember 2020 an. Und in diesem Szenario hier geht das Ganze dann schon bis 26, also knapp 6 Jahre dann fast. Und das ist natürlich dann schon eine ordentliche Zeit. Generell möchte er so ein bisschen darauf hinweisen, hey Leute, es könnte passieren, dass die ganze Klage noch länger braucht und darauf soll man sich vorbereiten. Ne? Das ist eigentlich so ein bisschen sein Punkt. Also was wäre in dem Szenario, wo die Klage wirklich noch jetzt so 1, 2 Jahre oder sowas halt eben braucht? Auf der einen Seite sage ich ganz klar, Ripple braucht diese Klarheit, diese regulatorische Klarheit und wird mit Sicherheit alles tun, was in ihrer Macht steht, um die zu erreichen in der nahen Zukunft. Auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, dass da Leute sagen, ja, aber das dauert noch so lange und so weiter. Und die Frage ist da wirklich, ist es wirklich so elementar wichtig, dass man in den USA diese regulatorische Klarheit hat, um das ganze Potenzial auszuschöpfen von Ripple, um entsprechend die Produkte richtig an den Start zu kriegen. Weil ich glaube, das ist es eben nicht, denn alle diese ganzen Produkte, die wir sehen, On-Demand Liquidity und all diese verschiedenen Handelsmöglichkeiten über das Ripple-Net und so weiter, die sind ja aktuell schon da. Die Firmen können sich da ja schon drauf integrieren, sage ich mal. Nur es fehlt natürlich dieser amerikanische Raum. Und klar, das sind Milliarden Dollar, die da nicht verfügbar sind, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, wie viele Milliarden Dollar sind auch zum Beispiel in Dubai zu holen? Ne? Sehr, sehr viele. Von daher ist ja Ripple nicht darauf angewiesen, dass sie jetzt irgendwie nur in den USA da Geschäfte machen können. Trotzdem schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Sagt ihr, okay, das wäre irgendwie ein denkbares Szenario? Oder sagt ihr, no way, dass das hier jemals passiert? 2026 vollkommen ausgeschlossen. Und wenn einige Leute immer darüber spekulieren, warum eigentlich Dubai, ne, auf der einen Seite, klar, in Dubai haben die alle sehr, sehr viel Geld, ne, da sind ja auch die Steuern sehr, sehr niedrig und so weiter. Aber gerade hier auch, wie CoinDesk postet, da hat zum Beispiel Navin Gupta einmal über die regulatorische Klarheit gesprochen. Und zwar einmal in den USA und einmal dann eben im Gegensatz dazu in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Zitat, es ist wie Tag und Nacht, also ein Unterschied wie Tag und Nacht. Brad Garlinghouse spricht ja auch dann ganz offen drüber und kann ich mir natürlich schon gut vorstellen, dass die auf einem Dubai Fintech Summit gerne hören, dass es in Dubai sehr, sehr gute regulatorische Klarheit gibt und ja, dass es da so ein bisschen hochgelobt wird. Ich glaube aber, das entspricht auch wirklich der Wahrheit, ne? Das ist jetzt nicht irgend so ein, ich sag mal, gekauftes Statement so in der Richtung, ne? Sondern das wird auch mit Sicherheit so realistisch sein, also eine realistische Einschätzung von Brad Garlinghouse und Ripple an sich. Aber ich finde es eben wichtig hervorzuheben, dass es dort in verschiedenen anderen Ländern und Regionen bereits so viel Effort, also so viel Aufwand da eben wo reinfließt, solche regulatorische Klarheit herzustellen. Und deswegen denke ich mal, dass Ripple sich ganz klar dazu entscheiden wird, dort in Zukunft Business zu machen. Das ist nämlich auch gerade ein ganz wichtiges Problem, beziehungsweise eine ganz wichtige Situation, die sie ansprechen. Und zwar, dass diese Cross-Border-Payments, also die grenzübergreifenden Zahlungen, oft teilweise Tage dauern, bis sie ankommen. Das kommt natürlich ganz darauf an, welche Zahlungslösung man da verwendet. Aber gerade dadurch, dass zum Beispiel gerade so in afrikanischen Ländern oder sowas oder auch in indischen Ländern teilweise öfter solche Scammer sind, sage ich mal, ist es gerade in Amerika teilweise sehr, sehr schwer, da Geld hinzuüberweisen. Also ihr kennt mit Sicherheit auf YouTube auch so ein bisschen diese ganzen Videos über irgendwelche Callcenters und so weiter. Wenn ihr euch das mal anschaut, ist auf jeden Fall ganz lustig anzusehen, aber natürlich auch auf der anderen Seite schade, dass da Leute ihr Geld verlieren, ne, von solchen Leuten betrogen werden. Aber mein Punkt ist eigentlich, man kann aus den USA, zumindest per Banküberweisung, nur noch schwer an irgendwelche Länder, sogar wenn es wirklich Freunde, Freunde sind, ne, wenn es wirklich bekannte Freunde sind aus anderen Ländern und so weiter, ist es mittlerweile schwer, das Ganze zu machen, wenn man keinen richtigen Business-Account hat. Und ja, wer hat das schon? Dann geht es weiter von Elon Musk bzw. SpaceX. SpaceX ist ja ein riesiges Unternehmen, wo es darum geht, Raketen zu bauen, die entsprechend ins Weltall fliegen können. Und Vast ist eine Firma, die sich damit befasst, wie man künstliche Gravitation einbauen kann in solche Space Stations, also in solche Raumstationen. Finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Ich wusste ehrlich gesagt bis heute nicht, dass das ein Thing ist, auf das Leute hinarbeiten. Aber gut, warum nicht? Und SpaceX arbeitet in der Form mit Vast zusammen. Und ratet mal, wer der CEO von Vast ist. Richtig, McCaleb. Hier, der CEO von Vast. Und zuvor hatten wir ihn eben als Gründer und aktuellen CTO bei XLM, also bei Stellar. Und das ist natürlich schon eine große Verbindung. Das bringt natürlich Elon Musk
und Jed McCaleb sehr, sehr nah aneinander. Jed McCaleb ist ja auch Mitentwickler damals oder Hauptentwickler eigentlich auch von XRP gewesen. Also Elon Musk wird sich da ja wohl auskennen, der wird das ja wohl kennen und darüber Bescheid wissen. Von daher, das könnte alles irgendwo zusammenpassen, auch wenn es wahrscheinlich bei diesen Vast und SpaceX jetzt nicht 100% darum geht, das eben wieder zu monetarisieren, dieses ganze Konzept. Aber ich denke mal schon, das ist definitiv eine gute Verbindung. Dann haben wir noch Visa, die investieren aktuell in TerraPay, also einen Ripple-Partner. Ripple ist auch mit an Bord, also Ripple hat auch investiert. Und im Gegenzug wird dafür die Visa-Plattform direkt integriert bei TerraPay. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, sage ich mal, aber das ist ziemlich groß. Und alle sind natürlich Ripple-User, also das Ganze expandiert da weiterhin, sage ich mal. Die Firmen investieren dann auch untereinander in sich selbst oder in andere Teilbereiche, sage ich mal. Teilweise schon crazy, was da für Verbindungen dann rauskommen. Aber soll uns ja nicht weiter stören, ist ja ein guter Punkt, dass da die Firmen so liquide sind und ja, eigentlich so ein bisschen so immer gegenseitig irgendwo investieren, damit dabei sind, am Tisch sitzen und so weiter. Das bildet auf jeden Fall alles ein Riesennetzwerk. Dann gibt es hier ein kleines Behind-the-Scenes-Video bzw. Bild von OMFIF. Und zwar hier einmal beim DMI-Symposium. Sehen wir hier einmal. Ripple hat das natürlich hier groß einmal aufgestellt. Also haben hier ihren eigenen kleinen Stand. Ne? Central Bank Digital Currency, Accelerate Payments, Secure Transactions, Enable Interoperability. Ziemlich, ziemlich cool. Und dann halt hier eben der aktuelle Stand von Ripple. Dann haben wir Bitfinex. Und zwar geht es hier um Tether. Das ist ja ein Thema, was wir jetzt länger nicht mehr angefasst haben, aber jetzt nochmal uns ein bisschen reinwagen wollen. Wir sehen hier einmal einen aktuellen Cheat, also sozusagen, was die aktuell auf dem Konto haben, wenn man so möchte. Ne? Alles zusammengerechnet mit irgendwelchen Schulden oder auch mit irgendwelchen Krediten, die sie vergeben haben und so weiter. Aktuell handeln sie Bitcoin. Da sagt er hier: Stellt euch mal vor, ein Stablecoin basiert darauf, dass irgendein Typ, irgendeine Firma da halt eben dann Bitcoin tradet. Ne? Gut, ist eine Sache, ne? Kann man so oder so sehen. Aber sie haben natürlich auch mit Tether die Möglichkeit, da entsprechend den Bitcoin-Preis ein wenig zu pumpen. Nur nochmal kurz dargestellt: Man geht zu der Firma Tether, ne? Quasi kauft da dann USDT, gibt dafür dann Euro oder Dollar zum Beispiel ab. Man gibt also dieser Firma Dollar, man selbst hat USDT. Kann jetzt diese USDT eintauschen für Bitcoin und die können den Dollar auch wieder eintauschen für Bitcoin und somit hat man quasi doppeltes Geld investiert. Es gibt auf einmal das doppelte Geld im Markt, auch wenn das eigentlich nur einmal da sein sollte. Dann haben wir noch News von dem Ripple-Partner QuantPay und zwar werden sie auch Cross-Border-Payments für ausländische Währungen bzw. im Austausch mit ausländischen Währungen hier anbieten und zwar für die sogenannte Sunflower Bank im Westen der USA. Ganz cool, habe ich zwar noch nie von gehört, aber Sunflower Bank hört sich auf jeden Fall crazy an. Dann hier ein Kollege, der auf jeden Fall wieder stärker eingestiegen ist in Songbird. Dan Rocky sagt hier, dass er mit 200.000 reingegangen ist in Songbird. Die Spekulation ist jetzt, hat er sich 200.000 Songbird gekauft oder hat er 200.000 Dollar investiert? 200.000 Dollar wäre natürlich schon ein crazy Investment, also schon heftig. Dann geht es noch weiter hier von Leon Weidmann. Und da spricht er über die aktuelle Strategie von MicroStrategy, die ja mit dem aktuellen Investment von 4,2 Milliarden Dollar in Bitcoin über die letzten Jahre leider nur Minus gemacht haben, aktuell 6% im Minus sind. Klar, der Bitcoin-Preis ist ja auch runter, aber er sagt dann hier, hätte man Ethereum genommen, hätte man das Ganze gestaked und so weiter, dann wäre das ganze Investment heute 7,2 Milliarden Dollar wert. Also hätte sich dann entsprechend hier auf 7,2 Milliarden hochgearbeitet. Natürlich kann man mal sagen, ja klar, man könnte hier dann, keine Ahnung, hier oben hätte man verkaufen können und so weiter halt, ne? Ich meine, ich will jetzt MicroStrategy da nicht in Schutz nehmen, aber sie sind natürlich eine Firma, die sich erstmal strikt auf Bitcoin einstellt. Klar, man könnte auf jeden Fall auch Ethereum dann eben nehmen, aber am Ende ist es natürlich immer dann einfach zu sagen, ja, hätte man mal so und so gemacht, ne? Dann wäre es besser gewesen so. Genauso könnten halt jetzt Bitcoin-Fans irgendwie sich einen Zeitpunkt raussuchen, vielleicht vor ein paar Monaten oder in ein paar Monaten, wo Bitcoin dann halt eben höher war und dann sagen, ja, hätte man jetzt hier verkauft, dann hätten sie jetzt ihr Geld verdoppelt und so weiter, Bitcoin, beste Wertanlage und so weiter. Man kann sich ja schon so ein bisschen immer alles hindrehen, wie man möchte. Dann haben wir hier einmal noch Edo Farina und er hat hier eine Nachricht bekommen von einem Oggi anscheinend und er hat alle seine XRP getauscht für Pepe Coin, hat jetzt über 60% verloren und fragt ihn jetzt, was er machen soll, ob er alles verkaufen soll oder ob er warten soll, bis der Preis wieder hochgeht. Natürlich sehr, sehr traurig, aber das passiert halt leider manchmal, wenn man seinen, ich sag mal, soliden Bag in Anführungsstrichen aufgibt und abgibt für halt irgendeinen Meme-Coin-Gamble. Natürlich kann das klappen und mit Sicherheit haben da Leute schon mal all ihr Geld in irgendeinen Meme-Coin gesteckt
und haben das dann ver50-facht und waren dann Millionär, so in der Richtung. Ne? Kann natürlich gut passieren, aber in den meisten Fällen ist das eher nicht der Fall. In den meisten Fällen hat man dann leider da Probleme und deswegen sollte das auf jeden Fall jedem eine Lehre sein. Und am Ende haben wir natürlich wie immer nochmal ein Fun-Tweet. Hier einmal vom Whale-Chart. Ne? Nur Leute mit Kultur können das sehen. Ne? Only people of culture can see it. Also wenn ihr es seht, dann seid ihr OGs. Ansonsten müsst ihr noch ein paar mehr Krypto-Anarchist-Videos gucken. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder. 18 Uhr jeden Tag gibt es ein Video. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ansonsten schreibt mir einfach alles in die Kommentare, was euch so beschäftigt. Ich antworte wie immer auf alles. Und ja, wir sehen uns dann morgen. Bis dahin. Ciao. Ciao.